Robert, du bist Physiotherapeut, Heilpraktiker und Osteopath, hast viele Patienten mit Nackenbeschwerden und hast aus deiner Arbeit heraus das Produkt Arzt Vitality Cranibus entwickelt. Welche Rolle spielt das Produkt in deinem Behandlungskonzept und wie funktioniert es? Cranibus habe ich entwickelt, um dem Patienten eine Möglichkeit zu geben, auch zu Hause was zu unternehmen. Die regelmäßige Anwendung ist meines Erachtens besser wie die einmalig starke, um dann wieder einige Wochen später wieder eine Behandlung zu starten. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass der Patient zwischen den Behandlungen zum Beispiel eine Möglichkeit hat, an sich selber die Dinge anzuwenden, die ich versuche, mit meiner therapeutischen Arbeit zu bewirken. Und dafür ist Cranibus entwickelt worden, dass diese Erhebungen letzten Endes die Hände des Therapeuten simulieren, um in dieser Region der Halswirbelsäule, der oberen Halswirbelsäule, einen therapeutischen Reiz zu machen. Jetzt ähnelt das Produkt ja der Form eines Nilpferdes. Wir nennen es immer liebevoll das Nilpferd. Welche Bedeutung haben die Höcker, die drei Höcker? Und gibt es verschiedene Härtegrade? Ja, diese Höcker sind so angelegt. Einerseits ist der Winkel entscheidend und die Anordnung dieser Höcker bewirkt, dass die Region der Halswirbelsäule, dieser oberen Halswirbelsäule, fixiert wird und die Auflagefläche hier von dem Hinterkopf einen bestimmten Winkel hat. Dadurch entsteht in dem Bereich unterhalb des Hinterkopfes, nämlich genau zwischen Atlas und Hinterkopf, diese therapeutische Wirkung. Der Härtegrad ist egal. Also natürlich, das ist ein subjektives Empfinden. Manche Patienten sagen, es ist zu hart. Therapeutisch gesehen ist es egal, denn es muss eine gewisse Härte haben, um einen therapeutischen Effekt zu erzielen. Ist es zu weich, wird das nicht den gewünschten Effekt haben. Deshalb ist das so ein Mittelweg, den ich gefunden habe, wo die meisten Patienten das toleriert haben. Wo ist dann der Unterschied in den beiden Varianten, die es von Cranibus gibt? Es gibt ja die Professional-Variante, das ist die nicht beflockte Variante. Die ist für den Therapeuten anwendbar. Er kann es leicht desinfizieren, säubern und kann das in seiner Praxis täglichen Arbeit anwenden. Die Home-Variante ist angenehm beflockt und hat dadurch eine andere Haptik. Also ein sehr schönes Produkt, das du da entwickelt hast, das Danke. Dem Therapeuten auch hilft, die Behandlung des Patienten zu Hause weiterzuführen, sodass der Patient auch sich selbst helfen kann und eine ergänzende Maßnahme machen kann. Ich danke dir, dass du uns das erklärt hast. Ihr findet alle Informationen zum Produkt unter dem eingeblendeten Link. Abonniert sehr gerne unseren Kanal. Wir freuen uns, euch wiederzusehen. Herzlichen Dank.